Hallo und herzlich willkommen im Homemade Studio. Ich bin Monika, Interior Designerin, und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr am besten euren Raum unterteilen könnt. Das machen wir ganz einfach anhand von ein paar Beispielen, die wir schon umgesetzt haben bei unseren Kunden, und ich möchte euch erläutern, welche Art und Weise ich verwendet habe, warum ich das getan habe und wie ihr das zu Hause umsetzen könnt. Also, wir starten direkt los mit dem ersten Projekt. Es handelt sich um einen offenen Grundriss, das heißt Essen, Küche und Wohnen passiert alles in einem Raum. Und im Bestand ist es einfach etwas ungemütlich geworden. So, also, das war dann unsere Aufgabe, mehr Wohnlichkeit in den Raum zu bekommen. Und das funktioniert häufig über eine Raumtrennung. Das heißt, wir wollten keine Wände einziehen, es soll ja nicht der einzelne Raum kleiner gemacht werden. Es soll eine Verbindung zwischen den Räumen bestehen bleiben, aber trotzdem eine Art von Rückzug, insbesondere im Wohnzimmer, wollten wir schaffen. Wie haben wir das gemacht? Über mehrere Instanzen, sage ich mal. Es gibt eine große Einbaulösung, eine Möbellösung, um den Essbereich und den Wohnbereich voneinander zu trennen. Das ist das eine. Und das andere sind sozusagen unsere Wohninseln. Darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Wir haben auch Pläne dabei, wie es vorher aussah, was wir gemacht haben und warum wir es gemacht haben. Und da tauchen wir jetzt einmal ein. Also, viel Spaß! Ich möchte noch mal genauer darauf eingehen, warum wir die einzelnen Räume trennen und wie wir das machen. Es geht darum, insbesondere für den Wohnbereich eine gewisse Wohnlichkeit zu schaffen. So, was ist Wohnlichkeit? Denken wir mal an die Steinzeit zurück. Wohnlichkeit ist Höhle. Wir wollen was Abgeschlossenes haben. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen sehen, wer in den Raum kommt. Wollen keine Türen zum Beispiel oder ich sag mal das Höhlenloch hinter uns haben, weil wir wollen ja wissen, wenn der Säbelzahntiger reinkommt. Also, wichtig ist der Fokus sozusagen. Wenn die Menschen sich entspannen wollen oder sollen, geht es darum, auf die Blickachsen zu achten. Das heißt, Blickachse zur Tür hin, zu anderen Bereichen hin. Darauf haben wir geguckt als erstes. Und als zweites ist es eine gewisse Abtrennung. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer großen Lagerhalle, wird es mir eher schwer fallen, mich dort zu entspannen und wohlzufühlen, wenn ich sozusagen Rückzug suche. So. Deshalb meine Empfehlung, den Raum etwas einzugrenzen, aber nicht total abzuschotten. Weil wichtig, wir wollen ja die Blickachsen, wir wollen sehen, was passiert. Also so eine Art halbtransparente Lösung. Das ist sozusagen das erste Ziel, das wir uns gesetzt haben. Jetzt haben wir sozusagen den baulichen Raum geschaffen, indem wir uns aufhalten, und als zweites wollen wir uns wohlfühlen. Das heißt, wohlfühlen für mich, ich stelle mir vor, ich sinke in Kissen ein. So, also habe ich die Couch, die ist gemütlich, die ist weich. Ich will aber nicht meine Füße auf einen kalten Hallenboden oder den kalten Höhlenboden strecken. Also, was mache ich? Ich suche mir einen Teppich dafür. So,
Der Teppich ist auf der einen Seite sozusagen für meine warmen, wohligen Füße gedacht, auf der anderen Seite aber wiederum bildet er sozusagen eine Art von Insel für mich. Ja, ich bin Robinson Crusoe auf der Insel. Ich kann mich in meinem Sand wohlfühlen. Weiter hinaus ist aber was anderes. Bei Robinson Crusoe ist das Wasser, das Meer. Bei uns ist in dem Fall der Verkehrsweg im Raum. So, also, zweite Maßnahme war, die Teppichinsel zu schaffen. Der dritte Teil passiert über weitere Sichtachsen bzw. Linien, die im Raum verlaufen, über Symmetrien, wie zum Beispiel eine optische Abtrennung über zwei Leuchten. Hier haben wir ein ganz gutes Beispiel. Mit diesen erhöhten Schirmen schaffen wir eine Art von Abgrenzung. Und so haben wir das auch bei unserem Kundenprojekt umgesetzt. Also, was haben wir konkret gemacht bei diesem Projekt? Wir hatten erstens den Raumteiler, zweitens die Teppichinseln und drittens die Leuchten für die optische Unterteilung. Der Raumteiler ist ein Regal geworden mit integriertem Fernseher. Weil der Fernseher ist auch immer so ein Teil, das in den offenen Grundrissen etwas schwierig zu handhaben ist, beziehungsweise die Position manchmal so ein bisschen tricky ist. Auf der einen Seite möchte man beispielsweise die Aussicht genießen oder eben die Blickachsen wahren. Und auf der anderen Seite sollte da aber auch genau der Fernseher sein, wenn man denn dann sich zurückzieht und entspannen möchte. Wir haben ein offenes Regal eingebaut, um eben genau diese Blickachsen wahren zu können, Stauraum zu schaffen und den Fernseher haben wir auch noch da drin integriert. So, Thema 1. Teppichinseln, jeder Bereich, also sprich Wohnzimmer, die Insel für Couch und Sessel auf einem Teppich und den Essbereich auch auf einem Teppich. Über dem Esstisch haben wir zwei Pendelleuchten abgehängt und neben der Couch zwei Tischleuchten platziert. Thank you.
Jetzt möchte ich euch noch ein weiteres Projekt vorstellen. Dort gibt es auch einen offenen Wohnbereich bzw. einen offenen Grundriss. Da geht es aber darum, Bad, Schlafen und Arbeiten in einem Raum zu integrieren. Auch nicht ganz leicht. Auch hier haben wir wieder Lösungen gefunden. Diesmal auch eine halbtransparente Lösung, um den Bereich zwischen Schlafen und Ankleide abzugrenzen. Es gibt eine textile Lösung hin zum Büro und auch eine Glas- und textile Lösung für das Bad. Das seht ihr gleich. Die Unterteilung zwischen dem Schlafbereich und der Ankleide ist so eine Art Balkenkonstruktion. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal umgesetzt und festgestellt, dass den Kunden das unglaublich gut gefällt, weil es auch ganz gut ausgetüftelt ist. Und zwar, wir haben einzelne Holzbalken, die wir aneinander reihen und uns zunutze machen. Auf der einen Seite ist es wieder halb transparent, das heißt, man kann durchschauen. Man hat trotzdem eine Abtrennung, aber keinen kompletten Sichtschutz sozusagen, der auch nicht nötig ist in dem Fall. Wir können die Kabel für den Fernseher, der vorne dran hängt, ganz einfach im Hohlraum führen. Und auf der Rückseite haben wir meistens Spiegel oder Bilder oder sonstige Dekorationen und noch sonstige Ablagen, um das Ganze einfach wohnlich zu machen. Beleuchtung kann man auch toll integrieren, falls nötig oder gewünscht. Schlafzimmer und das Arbeitszimmer, das zur Fassade hin zeigt, das haben wir über Vorhänge abgegrenzt, weil wir haben ja schon so eine halbtransparente Wand und noch mehr vom Licht wollte ich einfach nicht wegnehmen, weil der Raum doch sehr tief ist. Aufgrund dessen habe ich mir überlegt, einfach nur eine Vorhangabtrennung zu machen. Das heißt, tagsüber kann man die Vorhänge offen lassen, wenn man arbeitet, aber dann später, wenn dann geschlafen wird, zieht man die Vorhänge zu und hat dort eine gemütliche, kuschelige Abtrennung. Großer Vorteil noch dabei, wir haben sehr viele harte Oberflächen, also sprich einen harten Boden, harte Wände und auch die Ständerwand bringt uns akustisch nicht ganz so viel. Aus dem Grund haben wir schöne Velourvorhänge gewählt, weil die auch eine wunderbare Akustik machen. Das heißt, wir können dort gegen den Schall wirken. So, das Bad wird abgetrennt durch eine Glaswand. Brauchen wir einfach ein bisschen mehr Abtrennung aufgrund von Dampf und so weiter. Das wollen wir auch nicht alles im Schlafbereich haben. Auch gibt es im Bad vermeintlich eine andere Temperatur. Da hat man es gerne etwas wärmer als im Schlafbereich. Deswegen haben wir geguckt, dass wir auch eine bessere Abtrennung hinbekommen. Aber damit das Ganze auch wohnlich bleibt, habe ich gedacht, wir ziehen einfach einen Vorhang sozusagen vor das Glas, wenn man schläft oder wenn man zum Beispiel badet, möchte man es auch ein bisschen gemütlicher haben. Und die gleiche Struktur bzw. das gleiche Muster des Vorhangs wiederholt sich in der Tapete. Ihr Lieben, das war's zum Thema Raumaufteilung von uns. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Ideen für euer Zuhause mitnehmen. Falls ihr weitere Inspirationen sucht, schaut bei uns auf dem Blog vorbei. OLT.com. Falls ihr Ideen, Anregungen und Inspirationen für uns habt, für neue Videos, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis bald.